Die Augmented Reality App von WoodTech ist bei der Holzbau Bühlmann seit mehr als 2 Jahren täglich im Einsatz. Das familiengeführte Holzbauunternehmen beschäftigt ca. 35 Mitarbeiter und war eine der ersten Firmen, die Augmented Reality in ihrer Vorfertigung eingesetzt hat. Wir verwenden das Headset von WoodTech seit über 2 Jahren in unserer Vorfertigung. Unsere Mitarbeiter durften es während der Testphase auf Herz und Niere prüfen. Es wurde von ihnen als sehr gut empfunden. Ähnlich wie beim Head-Up-Display im Auto wird der Bauplan auf das durchsichtige Visier des HoloLens-Headsets projiziert. So kann der gesamte Bauplan für den Benutzer in Echtgröße eingeblendet werden. Er sieht auf einen Blick, wo welches Bauteil hingehört und wie diese zusammengebaut werden. Der Vorteil der Brille ist, dass ich die Details zur Bearbeitung der Elemente 1:1 auf dem Tisch sehe. Außerdem erleichtert es das Abklammern, da ich die Ständer unter der Platte sehe. Das Abklammern wird dank dem virtuellen Anzeigen der versteckten Ständer viel effizienter, da auf Reißlatte und Schlagschnur verzichtet werden kann. Es hat auch visuelle Vorteile bei sichtbaren Oberflächen oder Putzträgerplatten. Man gewöhnt sich recht schnell an die virtuelle Umgebung. Auch Lehrlinge können rasch selber Elemente herstellen, ohne große Plankenntnis. Der Tragkomfort der Brille ist zu vergleichen mit einem Baustellenhelm. Die Einsatzzeit pro Tag in unserem Betrieb beträgt ca. 4 Stunden, je nach Produktion von Wand- oder Deckenelementen. Wenn ich die Brille nicht brauche, kann ich das Visier hochklappen oder die Brille ganz ausziehen. Der Nullpunkt des Arbeitsplatzes wird durch einfaches Scannen eines QR-Codes im Raum verankert. Die Pläne werden im DXF-Format auf dem Gerät gespeichert und über den Datei-Explorer aufgerufen. Bei Elementen, die nicht auf dem Montagetisch liegen, wird eine Anschlagplatte mit QR-Code zum Verankern der Pläne im Raum verwendet. Das Headset scannt die Umgebung mit LiDAR-Sensoren fortwährend und verbessert die Präzision der Anzeige, je mehr Daten es sammeln konnte. Die Laufzeit der Brille beträgt ca. 2 Stunden. Das heißt, in den Pausen oder wenn ich die Brille nicht benötige, schließe ich sie ans Ladegerät an. Im Dauereinsatz verwenden wir ein Powerbank, um durchgehend zu arbeiten. Die Timberplan XR App projiziert vermaßte 2D-Pläne auf das Bauteil. Das hat den Vorteil, dass bei vermeintlichen Anzeigeungenauigkeiten immer auf den Zollwert zugegriffen werden und Kontrollmaße nochmals nachgeprüft werden können. Das lästige Planlesen und Suchen entfällt. Wir können alle nötigen Informationen papierlos und in 3D anzeigen. Die Produktion ist so effizienter und die Qualitätskontrolle stimmt. Die WoodTech App wurde bei den Best of Swiss Apps 2022 in der Kategorie Extended Reality mit Gold gekrönt. Sie ist mittlerweile in der Version 2.0 mit vielen weiteren nützlichen Funktionalitäten erhältlich.